Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Detroit Become Human mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich bin hier noch mit den sehr stark beschädigten Marcus unterwegs und wir sollen Teile suchen. Wir brauchen eine Pumpe. Ich gehe mal hier lang. Ich weiß nicht, wo wir die finden sollen. Untersuchen. Augenimplantat. Und ein Audio-Ding. Niedriges inkompatibel. Was haben die mit dem gemacht? Inkompatibel. Da vielleicht? Der krabbelt noch. Nein. Ja auch nicht viel sehen. Da. Ach. Es geht immer im entscheidenden Moment, wenn man runterzieht, aus. Daten werden verarbeitet. Zustand funktionsfähig, kompatibel. Der Scan haut nicht hin, wahrscheinlich. Ah, hier. Da kriege ich ein Augenimplantat, hoffe ich. Bitte, kompatibel. AK-700, herausziehen. Hallo, ich bin ein AK-700 an euch. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife-Wartungscenter. Können wieder gucken. Okay. Die Augenfarbe ist jetzt unterschiedlich. Was ist das da? Die wollen auch da nur weg. Pumpenregulierer, Audioprozessor. Aha. Da liegt eine Rübe. Da gehen wir jetzt mal hin. Wir brauchen den Pumpenregulierer, dann geht es ihm wahrscheinlich besser. Inkompatibel. Hier war doch noch was. Da. Da. Da gehen wir mal hin. Das ist sie, ne? Ist sie das? Da waren wir doch schon. Nein. Dann gehen wir mal dahin. Das ist hier L1. Untersuchen. Mann. Entfernen. Ein Pumpenregulierer. Jetzt müssen wir den... Ah, guck mal, jetzt ist auch alles blau. Kompatibel. Ja, denn nichts wie hin da. Mal gucken, ob der geht. Öffnen.
der das in der Hand? Klettere die Anhöhe. Entkomme vom Schrott. Was ist denn das da für eine Figur? Die Anhöhe. Muss ich jetzt wieder noch einen dritten Knopf drücken? Nein, muss ich nicht. Ich muss X'en. Level 1. Da kommt jetzt noch einer dazu. Ja, sag ich doch. Und jetzt noch ein dritter am besten. Geil. Die Szene gab's aber auch in Heavy Rain. Yeah. Kann ich mich gut erinnern, wo wir als da hochgeklettert sind, der Detektiv, glaube ich, nicht. Ach, weiß ich. War das der Papa? Der Papa war das doch nicht. War ein sehr intensives Spiel. Ach, bildet sich das denn wieder nach? Interessant. Jetzt bist du frei, Marcus. Und so niemand hat da sein Erbe und hat seinen Vater auf dem Gewissen. Was machst du da? Ach so. Jetzt sieht er ganz komplett menschlich aus. An den Beinen auch. Wo kommt denn das Zeug her? Ich heiße Marcus. Von den Toten auferstanden. Markus ist von den Toten zurückgekehrt. Optische Einheit finden. Ja, das Gerausche bitte ich zu entschuldigen, aber hier ist es warm. Ich habe mir den Lüfter aufgestellt. Das haben wir alles gefunden, ja. So, warte mal. Beine, ja, das ist alles klar. Pumpenregulierer im Androiden finden, ablehnen, für die Pumpe zu töten. Nur 31% haben abgelehnt, die anderen haben ihn ge... Komm. Nein, auch wenn das wahrscheinlich nicht lebenswert war. Das könnte Connor sein. Ja, ist er auch. Oh, was für ein Wechselbad hier immer. Finde Amanda. Ist das so ein chinesischer Garten? Ja, sieht so aus, ne? Der Boden gefällt mir aber nicht. Das passt ja nun gar nicht. Ich glaube, Amanda ist da hinten. Kann man sich hier... Das wäre jetzt der passende Boden. Genau das hier. Kann man sich das eigentlich anschauen? Mal gucken, was passiert, wenn ich da jetzt rangehe. Hast du irgendwas erfahren, Connor? Hier ist noch was. Hier ist wieder dieser künstliche Weg, der mir überhaupt nicht gefällt. Und viele Tauben sind hier.
Sender ist da drinne irgendwo. Ich will hier aber mal eine Runde rumgehen. Schließlich haben die Entwickler sich dabei was gedacht, aber trotzdem gefällt mir dieser Weg nicht. Ja, ich höre ja schon auf. Das wirkt absolut künstlich. Ich kann leider nicht höher gucken. Ich will gucken, was da oben drauf ist. So, ist das warm. Ja, heute ist ein Sommertag, ein schöner. Ich hatte aber leichte Kopfschmerzen. Die beste Medizin für mich ist dann immer ein wenig schlafen. Da ist sie. Und das hat hier auch ganz gut funktioniert heute wieder. Kann man hier irgendwas machen? Nein, weiter geht er nicht. Gut. Wir nehmen mal den offiziellen Weg da über die Brücke. Ein moderner Zen-Garten. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt hier sage. Aber kann ich da raufgehen? Von hier sind wir ja gestartet. Vielleicht gibt es da auch noch so einen Auslösepunkt oder war das der einzige? Wenn, dann möchte ich mir das schon in Ruhe anschauen hier. Nein. Spielen übrigens sehr viele jetzt das Spiel. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ich habe mich drauf gefreut. Ich mag ja schon so eine Spiele wirklich sehr. Aber ich befürchte, dass es genug gibt. Ja, das ist mein Ziel. Die das ja spielen, weil sie damit Geld verdienen. Also wenn ich das könnte, wenn ich das würde, würde ich auch wahrscheinlich doch versuchen, nur Spiele zu spielen, die mir persönlich gefallen. Ein Bonsai. Und nicht das, was anderen Leuten gefällt. Na, gehen wir zu ihr, Amanda, sprechen. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Mhm. Man kennt Herzlichen sich. Herzlichen Glückwunsch, Connor. Warum? Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Und deine Art der Befragung war ausgesprochen klug. Du warst bemerkt, ist das nicht real? Connor. Danke, Amanda. Wir baten das CPD, ihn für weitere Studien herzuschicken. Vielleicht so. Erfahren wir ja so, was passiert ist. Cyberlife? Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich fand ihn unangenehm und unprofessionell. Er ist eine suchtanfällige Person, respektiert die Verfahrensweisen nicht und verachtet Androiden. Das macht unser Verhältnis schwierig. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich brauche mehr Daten, um das zu entscheiden. Ich werde mehr über ihn erfahren und dann mein Verhalten entsprechend anpassen. Das ist jetzt, denke ich mal, die beste Antwort. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den Cyberlife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Ach so. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Hä? Wo sind wir jetzt? Suche. Ach, Lieutenant Anderson suchen. Nicht überschreiten. Ach so, die Linie ist offen. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz.
ist denn hier sein Platz? Finde Lieutenant Andersons Platz. Du hast sicher einen Schock. Bleib einfach ruhig. Ja. Finde den Platz. Kann ich da? Restricted Area. Area. In der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Das tut gut. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Ah, ich kann hier durch. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau. Jetzt sollen wir den Platz finden. Mal gucken, was wir hier finden. Die Schilder checken. Red. Braun. Was für eine Farbe hast du? Ach, du bist die Person. Wo gehen wir jetzt lang hier? Was haben wir hier? Halt, hier haben wir was zu lesen. Detroit Today, berühmter Detroiter Maler stirbt. Bericht über den Tod des berühmten Künstlers Carl Manfred wurden bestätigt. Der Rechtsmediziner spricht von einem Herzanfall, der durch eine persönliche Krise herbeigeführt wurde. Manfreds Sohn Leo bat die Medien in dieser schweren Zeit, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Berühmt wurde Manfred in den 2020ern, als er die Galionsfigur des Neosymbolismus mit kraftvollen, düsteren Arbeiten nach dem Vorbild von Francis Bacon oder so. Speck. Es folgten produktive Jahre bis zu einer düsteren Periode unter dem Zeichen von Alkohol und Drogen. Doch in den letzten Monaten hatte der Künstler offenbar wieder gearbeitet. Die Gouverneurin von Detroit sprach der Familie im Namen der Stadt ihr Beileid aus und beschrieb Manfred als eines von Detroits strahlendsten Lichtern. Eine Kollektion von Manfreds Gemälden aus seinem Nachlass wird in der kommenden Woche versteigert. Ja, der Junge braucht Geld. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. Aha, Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. Da ist noch so ein Konflikt, davon sehen wir ja auch immer was. Auf Präsident Warrens Forderung, dass alle russischen Truppen sich umgehend aus der Arktis zurückziehen sollen, hat Russlands Präsident Ivanov nun geantwortet. Ivanov bezeichnet Warrens Kommentar als Megafon-Diplomatie und meinte, dass US-Säbelrassen sei die größte Bedrohung für die Stabilität in der Region. Ivanov sagt, niet. Der Kreml veröffentlicht eine detaillierte Erklärung des Russlands-Anspruchs auf das Territorium erläutert. Wenn erinnert Ivanov Präsidenten Warren, dass die USA an die UN-Konvention gebunden seien, wie alle anderen auch. Der Konflikt ist weit von einer Entspannung entfernt. Andersen, da haben wir ihn ja. Hast du die Proben angeguckt? Das Labor sagt, Entschuldigung, wurde geschnitten. Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Wir brauchen echte Forensik. Setzen wir uns mal hin. Erkunde das neue Büro. Hi Schatz. Alles okay? Aufstehen. Hör zu. Denn noch geht nichts, bring den Fall voran. Das haben wir gelesen. Wir können ja hier was machen, dann gucken wir uns mal die Unterlagen an, anhören. Das ist nur Musik. Heavy Dark Metal Erscheinung 2021. Ein alter Sony Player. Hank Anderson anrufen. Hi, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Ist das ein Arsch? Oder wie auch immer. Lieutenant Anderson?
Hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Jetzt kannst du noch länger warten. Jetzt kannst du ganz bestimmt noch länger warten, analysieren. Hä? Was ist das für ein Gemühle? Ah ja, das ist schön. Das gefällt mir. Das mag der alte Mann. Was haben wir denn hier? Anti-Androiden-Parolen. Nutzen Sie dein Gehirn, nicht dein Androiden. Androidenfreie Zone. Detroit, was? Basketballkappe, Baumwoll, ja, das ist ja, das ist einer von der Stadt. Halt, hier, da. Streichhölzer, Herkunft Jimmy's Bar, Holz, Phosphor. Okay. Das ist ein Stuhl, da sind Haare dran. Hunde, der hat einen Hund, ein Bernardine. Oh, der hat einen Hund. Ich will auch einen Hund. Abteilungsübergreifende Einheit, verantwortlich für die Zerschlagung des Red Eye Steel Rings. Ja. Donuts. Aha. Ja, man muss sein Klischee als Polizist natürlich erfüllen. Was haben wir denn hier? Fächer-Ahorn. Allerdings fehlen neben die Blätter und ein kalter alter Kaffee. Kalter Kaffee, Spuren von Koffein. Spuren? Was ist das für ein Kaffee? Wenn der nur noch Spuren von Koffein hat. 8 von 8 abgeschlossen. Ah, ich glaube, da kommt Tai. Schön, Sie wiederzusehen. Es speichert. Oh, Scheiße. Heck! In mein Büro! Na gut, wir folgen ihm in der nächsten Folge. Denn sehen wir mal, es hat nämlich gerade gespeichert. Und hier kann ich ja nichts weiter untersuchen. Das haben wir ja eigentlich alles gemacht, glaube ich. Denn bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.